Weil jetzt wollen wir uns mit Ruhmesgeschichten beschäftigen. Nein, das war jetzt ein wenig sarkastisch. Wir wollen uns mit der Hauptstoryline beschäftigen, natürlich. Ruhmesgeschichten nicht. Wie schätzt ihr eigentlich Ruhmesgeschichten ein? Das interessiert mich jetzt mal. Da mache ich jetzt mal eine Abstimmung auf. Was sagt ihr zu Ruhmesgeschichten? Was sagt ihr zu Ruhmesgeschichten zum Kartenspiel, ne? Ja, nein. Vielleicht. So, da bin ich aber mal gespannt, was ihr da zu sagt zu diesem Kartenspiel. Ich hätte ja ehrlich gesagt gedacht, dass die vorher mal ein bisschen was vorstellen, dieses Spiel. Sowas gab es öfter schon, so ein Kartenspiel im Spiel. Bei EverQuest gab es zum Beispiel Heroes of Neverred oder so hieß das. Da konnte man auch so ein Kartenspiel spielen. Das konnte man aber auch ohne EverQuest spielen. Das konnte man auch offline spielen. Was heißt offline? Ohne das Hauptspiel zu spielen. Da muss man auch Karten sammeln und so. Das schien mir alles ein bisschen durchdachter zu sein als hier bei Elder Scrolls, weil da konnte man auch einfach mal das Kartenspiel so zocken. Unterwegs. Nicht als App, aber immerhin. Ne, aber hier scheint das irgendwie nur so halbgar umgesetzt zu sein. So, da sind wir. Untersucht die Untiefen. Was ist hier los? Ist das vielleicht doch alles von den Schiffen? Ihr seht mir nicht wie ein Strandräuber aus. Wollt ihr euch diesen sogenannten Rittern anschließen, die sich hier herumtreiben? Pah, ich würde lieber hungern, als so einem Haufen die Treue zu schwören. Drei Schiffe sind nie in Gonfalon angekommen. Habt ihr irgendetwas gesehen? Ich habe auf dem Loch in letzter Zeit nichts vorübersegeln sehen. Und es wurden auch keine neuen Wracks angespült. Aber ich habe mich bedeckt gehalten. Diese Raubritter verscheuchen Strandräuber, die nicht versprechen, ihnen zu helfen. Erzählt mir von diesen Raubrittern. Sie haben Leute angeworben oder zumindest eine Chance geboten, dass man sich eine Belohnung verdient. Sie wollten Leute, die bereit sind, an Land zu schleppen, was auch immer angespült wird. Mehrere Strandräuber haben sich ihnen angeschlossen, ich aber nicht. Was ich finde, gehört mir. Und wo haben die Ritter die anderen Strandräuber hingebracht? Zu einer Höhle den Strand hinunter. Doch ich würde sie lieber meiden, wenn ich an eurer Stelle wäre. Der alte Chabelle hat fast den Kopf verloren, als er da herumgeschnüffelt hat. Ich weiß nicht, ob sie gefunden haben, wonach sie suchten. Aber ich glaube, sie haben ein paar Ritter zurückgelassen, um die Untiefen im Auge zu behalten. Okay, werden wir mal nachschauen, oder? Orgurite. Was die sich hier für Namen ausdenken in dem neuen Add-on hier. Orgurite. Jo, oh Gott. Die Eltern haben sich bestimmt dabei was gedacht, oder? Ich weiß nicht. Euch viel Glück, Reisender. Auf diesen Inseln gibt es an jeder Ecke Gelegenheiten. Selbst für jemanden wie mich. Man muss nur nach ihnen suchen. Man weiß nie, was das Meer anspült. Das ist halt schön, ne? Dass man mit den ganzen NPCs quatschen kann. Die erzählen einem was, obwohl die jetzt gar nichts hier zu sagen haben. Aber sie reden mit. Ich muss nur noch etwas Glänzendes finden. Dann kann ich essen. Jeder von diesen musste im Synchronstudio einsprechen, ne? Seinen Satz, seine Sätze. Und da sieht man halt den Unterschied zu New World von Amazon, ne? Die sagen immer nur den ersten Satz. Bei Lost Ark ist es schon besser. Da sagen sie den ersten Satz in den Questtexten und in den Zwischensequenzen auch alle Sätze. Aber bei Dings ist es echt extrem bei New World. Und da sieht man mal, was Cinemax hier reinstecken und Bethesda, ne? Also, dass sie das hier wirklich so gut vertonen. Das machen die ja seit Anfang an. Das ist schon der Hammer. Und ich glaube, mittlerweile ist da auch mehr vertont als in Star Wars The Old Republic. Das war ja auch extrem gut vertont. Aber ich glaube, mittlerweile hat Elder Scrolls locker überholt. Ich glaube, hier ist mehr Inhalt drin mittlerweile als in Star Wars. Die kommen nicht hinterher bei BioWare. So, wen haben wir denn hier? Strandräuber-Schnorrer. Okay. Auch wieder wenig Gegner hier. Oh, was zu lesen. Und ihr habt eben abgestimmt, wir lesen alle neuen Bücher. Sehr gut. Ritterin Ondrisses Befehle. Ja, jetzt wollt ihr nicht wissen, was Driss auf Deutsch heißt, auf
Auf Kölsch weiß ich was. Also das ist ein kölscher Begriff hier in Köln. Driss. Warte, ne Driss. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das heißen soll. Ritter und Drisse. Binnen der nächsten Tage werden mehrere Schiffe auf ihrem Weg nach Hochinsel beschädigt werden. Wir nehmen an, dass Trümmer in Loch Abain oder entlang der Nordküste von Hochinsel oder an der Südostküste von Amenos angeschwemmt werden. Nehmt sämtliche Überlebenden dieser Schiffe gefangen und bringt sie zu mir. Sammelt alle verfügbaren Rekruten und sorgt dafür, dass sie an Ort und Stelle sind, wenn die Überlebenden an Land geschwemmt werden. Verjagt alle Strandräuber, die sich weigern, uns zu unterstützen. Möglicherweise zögern eure neuen Rekruten, Hand an Überlebende aus Schiffsunglücken zu legen. Erinnert sie daran, dass ihr Lohn ein Platz im Orden der Emporstrebenden ist. Als Ritter des Volkes werden sie nie wieder Hunger leiden müssen. Der emporstrebende Magus. Okay. Das ist nicht gut. Alle Überlebende wurden dann auch wieder erledigt, wie es aussieht. Und das war's. Wir haben alle Orte besucht. Wir wissen immer noch nicht, wo die Schiffe sind. Im Endeffekt wissen wir nur, das hat alles der Orden in die Wege geleitet. Aber das hätte man sich ja schon denken können. Dann gehen wir mal zurück zur Fürstin Arabelle. Da ist eine Himmelscherbe. Die nehmen wir noch mit, oder? Und es hieß, die Weltbosse sind buggy. Die Weltbosse würden nicht spawnen. Habe ich das so richtig gehört eben? Habe ich das so eben richtig noch in Erinnerung? Da können wir gleich mal sofort gucken, ob dem denn so ist. Weil hier ist ja schon ein Weltboss um die Ecke. Nicht so wirklich. Wie es aussieht, weiter oben oder weiter unten. Eins von beiden. Ne? Entweder ist hier unten eine Höhle oder oben hoch hätte ich gemusst. Das ist immer das Blöde, wenn so ein Gebiet mehrere Ebenen hat. Dass man erstmal raffen muss, ist es jetzt oben, ist es unten. Das gibt's. Wo war das nochmal? In welchem Spiel, wo das ganz gut gelöst ist? Da ist immer so ein kleiner Pfeil dann auch auf der Minimap. An der Figur. Da sieht man dann immer, dass oben oder unten die Markierung ist. Und dann weiß man, man muss weiter hoch oder runter. So, hier, Schlangenruferin Vincia liegt hier tot rum. Das Schlangenmoor haben wir entdeckt, aber sie ist nicht aktiv. Ob sie jetzt wirklich kaputt ist oder einfach nur gerade gelegt wurde, kann ich euch nicht sagen. Sirius meinte, Weltbosse würden nicht spawnen. Also liegen tut sie da. Wenn sie da liegt, scheint sie eben erst besiegt worden zu sein. Oder die liegt halt jetzt wirklich stundenlang da rum. Kann natürlich sein. Gucken wir noch den anderen Boss. Der soll da vorne sein. Ist ja hier eigentlich knapp um die Ecke. Ist auf jeden Fall ein schönes Gebiet, oder? Das hat nicht ganz so schön wie Somerset, aber es hat was. Somerset fand ich noch ein bisschen schöner. Da war noch ein bisschen mehr Blumen, noch mehr Sträucher. Ist so ein bisschen Goldküste mäßig auch. Hughes Fluch. Ist also auf eigentlich ein schönes Gebiet. Ifris Kessel. Den habe ich, glaube ich, schon auf dem PTS versucht zu legen. Oder den habe ich da gelegt. Ich weiß es gar nicht genau. Gucken wir mal, ob der da ist. Auch hier kein Boss da. Entweder weggefarmt oder gerade tot. Eins von beiden. Der Zubelritter. Haben sie echt hübsch designt. Ja, finde ich auch. Also gestern 45 Minuten gewartet, nichts passiert, sagt Sirius. Das ist natürlich schlecht. Lagen denn die Leichen dort 45 Minuten rum? Oder waren die nicht da? So, wir gucken uns mal die erste Handwerkstation hier an, was es hier für ein schickes Set gibt. Ihr seht schon, ich bin relativ zügig hier gerade die Insel am Erkunden. Hier machen wir jetzt sofort auch die beiden CE-Karten, ne, dass wir einmal auch alles haben. Ich habe ja noch ein paar Plätze frei im Gepäck. So, und hier, da
das Set. Moment. Oh Gott, oh Gott. Na, das war ja wieder toll. Garion. Wieder voll unkoordiniert. Ne, das machen wir nicht. Ja, komm, pack. Das war nicht gut. Ich bin zu blöd. Egal. So, herstellen. Zack, 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 zack. Höchste Setstufe und dann seht ihr hier kritische Treffer, Magie und Waffenkraft, kritische Treffer und erhöht euren kritischen Schaden und eure kritische Heilung um 8%. Also sehr viel in Richtung Crit und Magie, Kraft oder Waffenkraft. Das ist ja mittlerweile zusammengefügt, dass man beides auf einmal kriegt. Und was sagt ihr zu Ruhmesgeschichten? Die Abstimmung ist eindeutig Urks. Noch nicht mal nein oder so, sondern oder egal oder vielleicht, sondern eher so Urks. Das ist mal eine klare Meinung zu den Ruhmesgeschichten. Schön, dass ihr mit abgestimmt habt. Urks. Ja, sehr gut. Ja, ist fast so wie meine Meinung. Okay, das zu dem Set. Da brauchen wir uns jetzt nicht viel mehr mit zu beschäftigen. Analysieren kann ich, glaube ich, gar nichts mehr. Da bin ich mittlerweile durch. Ich habe, glaube ich, aber noch irgendein Item, was ich analysieren kann. Nee, doch nicht. Das war mein Templer. Okay. Wir gehen jetzt mal wieder zur Fürstin Arabelle. Nachdem wir hier die CE-Edition aufgegraben haben. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen gemein mit diesen... Bin ich hier richtig? Ich glaube, ja, ne? Ja, hier. Ist ein bisschen gemein mit diesen Add-ons, aber gut. Man kann sich dadurch viel Zeit ersparen, wenn man eher storylastig ist. Ist es eigentlich ganz schön, dass man nicht so viel suchen muss. Da kann man nur die Geschichten sich gönnen. Ich benutze auch bei Lost Ark einen Atlas. Ja, bei Herr der Ringe habe ich bis jetzt auch schon öfters mal Atlasse gebraucht oder Guides gebraucht. Manchmal für die Quests, wo die sind oder so. Also eigentlich benutze ich das bei jedem Spiel. Hier ist es halt als Add-on eingearbeitet. Bei Herr der Ringe und bei Lost Ark muss ich halt auf eine extra Seite gehen. Aber wer diese Spiele ohne Guide spielt, so riesige Open-World-Spiele, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Außer das Spiel hat selbst schon so gute Guides intern, also so Assassin's Creed. Nee, braucht man auch, um die ganzen Schätze zu finden, geheimen Sachen zu finden. Bei Assassin's Creed braucht man auch einen Guide. Sonst findet man da auch nichts oder sucht stundenlang. Nee, also von daher, eigentlich bei jedem Spiel benutze ich Guides. Hier sind sie halt schön eingebaut. Das ist halt das Tolle dabei. So, da haben wir noch eine Himmelsscherbe. Aber geht leider auch nur auf PC und Mac. Ich weiß gar nicht, geht das bei Steam auch? Kann man bei Steam auch Add-ons nutzen? Ja, ne, bei Steam müsste es auch gehen. Bei Stadia weiß ich nicht, ob das geht. Kann man auf einem Stadia-Rechner Add-ons installieren? Ist das nicht eh so ein bisschen abgeschottet wie so eine Konsole, Stadia? Und da haben wir die erste Himmelsscherbe von ganz, ganz vielen, von 18 Stück. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir die alle fertig haben. Ich glaube, bei Stadia geht es auch nicht mit den Add-ons. Und Mac weiß ich auch nicht, ob die das können. Ob der Mac das überhaupt kann. Ja, müsste aber auch gehen, ne? Da kann man ja auch theoretisch was nebenbei installieren. Naja. Auf jeden Fall, ohne die Dinger wäre ich völlig aufgeschmissen. Ich wüsste gar nicht, wo ich überall suchen muss. So, da haben wir doch schon ein bisschen aufgeräumt. Und auf geht's zu Arabella. Da haben wir ja noch... noch die letzte CE. Das Schöne ist halt, wenn man diese CE ausgräbt, geht die Karte davon aus dem Gepäck. Dann hat man wieder ein bisschen mehr Platz im Gepäck. Allerdings ist in den Truhen dann immer wieder so viel, dass man dann wieder voll ist. Was eine schöne sich, Stadt. Er hätte die Nord, die Argonia und die Dunmeer vereint, um Balred. Willkommen, Abenteurer. Ja, ne? Tägliches Dungeon, täglicher Weltboss. Wenn ihr habt. Kennt ihr alle schon, ne?
Ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber zu reden, was hier ist. Darum, das kippe ich jetzt einfach auch mal. Ne? Also, da geht es immer nur darum, was mache ich täglich für Bosse, was mache ich täglich für Dungeons, Vulkanschlote und so weiter und so fort. Da gibt es dann halt eine schöne Truhe von. Und das habe ich jetzt einfach mal angenommen, ohne die ganzen Gespräche durchzuführen. Ich skippe selten, aber bei täglichen Aufgaben, finde ich, muss man sich nicht täglich das Gleiche anhören. Auch nicht beim ersten Mal. Wir wissen ja, worum es geht. Okay, jetzt... Ja. Ich muss wieder aufräumen. Ist alles in der Truhe, Truhe, Truhe. Nicht Truhe, nicht Truhe. Haben wir auch noch nicht in der Truhe. Truhe, Truhe. Es geht alles in die Truhe rein. Boah, davon haben wir nur 6. Das kann weg. Ich gucke mal, wie viel wir davon im Handwerksbeutel haben. Wenn da über 200 sind, dann kann man es dann auch mal wegpacken. Was ist eigentlich dieses Ruhm-Niederlage? Ach so, weil ich im Ruhm-Spiel verloren habe. Super. Danke für die Blumen. Nee, nee, nee. Weil ich im Ruhm-Spiel verloren habe, kriege ich auch ein bisschen Schrott. Schöne Sache. So, komm. Noch ein bisschen... Jawohl. Die Setkisten habe ich auch noch nie aufgemacht, ne? Die Setkiste des Frostbiss-Moorräubers oder Totenländer-Assassine. Irgendwie lasse ich die Sachen dann auch viel zu lange bei mir im Inventory liegen. Weil ich halt immer irgendwie... Ihr seht ja, meine Bank ist voll, ne? Und ich muss Ese Plus dringend mal holen. Okay. So, jetzt hat sich hier schon häuslich eingerichtet, Fürstin Arabelle. Gut, ihr habt meine Amtsstube im Feld gefunden. Moment. Ja, Mad Dog offiziell, schön, dass du da warst. Wünsch dir auch eine schöne Nacht und toll, dass du hier so heftig gespendet hast. Du bist mittlerweile 8. Platz bei den ewigen Top-Cheerern. Danke für deine insgesamt 500 Bits und ja, gute Nacht, mach's gut. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Gut, ihr habt meine Amtsstube im Feld gefunden. Ich dachte mir, ich behalte den Loch im Auge, während ich auf euren Bericht warte. Meine eigenen Ermittlungen ergaben nur wenig zu unseren vermissten Schiffen. Sagt mir, habt ihr etwas Nützliches entdeckt? Hat die Lichtwahrerin sie erspäht? Nachdem abtrünnige Ritter das Leuchtfeuer löschten, sah die Wahrerin 3 Schiffe. Dann zog der Sturm auf. Das Leuchtfeuer wurde gelöscht? Die Einheimischen verehren das Licht. Wer würde es wagen, Kynaret so zu beleidigen? Hier stimmt wirklich etwas nicht. Zumindest haben unsere vermissten Schiffe diese Gewässer erreicht. Doch dieser Sturm macht mir Sorgen. Erzählt mir mehr über die abtrünnigen Ritter. Es ist der Orden der Emporstrebenden. Die Gäste im Gasthaus sagen, sie rauben Leute aus und greifen Karawanen an. Der Orden der Emporstrebenden? Natürlich. Ich dachte mir schon, dass mir die Gerüchte über abtrünnige Ritter, die Leute außerhalb der Stadt überfallen, bekannt vorkommen. Doch ich hatte gehofft, wir würden nach den Ereignissen auf Schwertruh nicht wieder von dem Orden hören. Sagt mir, habt ihr etwas in den Untiefen erfahren? Jemand, den man den emporstrebenden Magus nennt, rekrutiert Strandräuber, um die Überlebenden der verunglückten Schiffe gefangen zu nehmen. Anscheinend wusste der Orden der Emporstrebenden, dass die Schiffe verunglücken würden, und er half, die Flamme des Leuchtturms zu löschen. Er wusste, dass meine Fracht unterwegs nach Hochinsel war. Das bedeutet, dass die Delegierten der Kriegergilde und der Magiergilde ebenfalls in Gefahr sind. Moment. Was hat eure verlorene Ladung mit den Delegierten zu tun? Ah, das habt ihr mitbekommen, was?
Meine Fracht sind weitere Delegierte für die Konferenz. Vielleicht die wichtigsten überhaupt. Doch ihr müsst jetzt für mich nach den Gildendelegierten suchen. Sie wollten eine Druidin namens Rüvana besuchen. Ihre Hütte liegt im Westen. Oh ja, eine Druidin würde ich auch mal gerne kennenlernen. Die haben so coole Behausungen hier. Erzählt mir mehr über die Gildenvertreter. Valisea kennt ihr. Sie hat die Einladungsmedaillons erschaffen. Was Gildengeneral Quentin angeht, seine Ankunft hier war mein erstes Treffen mit ihm. Er scheint einen klugen Kopf zu haben. Doch der Krieg hat ihn viel gekostet. Bei einem Überfall hat er seine Frau verloren. Und warum ist der Orden der Emporstrebenden hier? Um die Friedensverhandlungen zu stören? Das wäre die ideale Bühne für die Botschaft des Ordens der Emporstrebenden. Oder er plant einen Anschlag auf die Delegierten. Einflussreiche Stimmen aus allen drei Bündnissen werden bald hier sein. Ein verlockendes Ziel. Und wer ist der emporstrebende Magus? Der Befehlshaber der emporstrebenden Verfechterin. Als wir die Verfechterin auf Schwertruhe besiegt hatten, haben wir nur eine Person aus der Führungsriege des Ordens bezwungen. Ich habe auch Gerüchte über einen emporstrebenden Fürsten gehört. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es außer diesen beiden noch viele andere gibt. Und wer ist diese Druidin, die die Gildenvertreter besuchen wollten? Ihr Name ist Rüvana. Sie ist eine örtliche Arzneikundige. Sie nutzt ihr Können in Sachen Kräutern und Heilkunst, um den Bewohnern von Hochinsel zu helfen. Da die Konferenz sich verzögert, wollte Valisea mehr über druidische Magie herausfinden. Quentin entschied sich mitzugehen. Gute Sache, dann können wir uns ja mal anschauen, was denn das für Druiden sind und wo müssen wir dafür hin? Nach hier. Gehe zur Druidenhütte und dann haben wir hier noch unter der Brücke gibt es eine Himmelscherbe. Da schauen wir jetzt natürlich auch sofort nach, dann haben wir die auch schon mal erledigt. Ja, da leuchtet sie schon, sehr schön, ich sehe es. Tja, da war so viel an Schiffen in den Trailern zu sehen und da war so viel unterirdisches Aquarium und so zu sehen in irgendwelchen Housing, in irgendwelchen Häusern von Homestead. Aber man kann immer noch nicht tauchen, ne? Leider geht's nicht. Es wird sich doch so anbieten, hier mal ein bisschen schön unter Wasser zu tauchen, sich die Unterwasserlandschaft anzuschauen, aber nein, sie bringen es nicht rein. Ich verstehe, dass sie kein Fliegen reinbringen wollen, weil das sagen die ja ganz klar, nee, Fliegen, Drachen und so, fliegende Pets, wie bei WoW, sind wir nicht, haben wir bei Elder Scrolls nicht, obwohl selbst bei Skyrim konnte man auf dem Drachen fliegen gegen einen Endboss. Ich weiß nicht, ob ihr mein Let's Play dazu gesehen habt. Warum sollen wir hier nicht auf Drachen fliegen? Aber Tauchen ist halt jetzt keine Besonderheit. Da könnte ich schon vorstellen, dass sie das reinbringen. Und diese Steine habe ich schon aufeinander gestapelt bei Assassin's Creed Valhalla. Da musste ich auch in England schon viele von diesen Steintürmchen bauen. Aber schön, dass die jetzt hier auch drin sind. So, wo ist denn... Da ist sie. Die Druidin. Keltische Symbole. Nein, natürlich nicht. Elder Scrolls und Kelten haben nichts miteinander zu tun. Das gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Sehr schön. Seid gegrüßt, Reisender. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Braucht ihr einen Umschlag oder einen Kräutertee? Irgendwie sieht dein Kleid verwirrend aus. Ist das Buggy? Hat Sorius hier noch einen Bug vergessen zu erwähnen? Sieht sehr buggy aus, oder? Das ist eine Hauptfigur von der ersten Questline. Ja, also hier von erste Storyline haben wir noch nicht mal durch. Von Rittern und Schurken. Ihr seht das, ne? Und das ist eine erste neue Figur, ein erster neuer Druide, den man kennenlernt. Und da kriegen die noch immer die Grafik hin.
Leute. Das Ding war doch einen Monat auf dem PTS. Oder zwei. Also aber jetzt schon, ne? Da muss ich aber schon mal überlegen, jo. Wir sehen gar nicht, wie die Druidin eigentlich richtig aussieht. Ne, das ist auf jeden Fall buggy. Da stimmt was mit den Texturen hin und her nicht. Seid gegrüßt, Reisender. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Braucht ihr einen Umschlag oder einen Kräutertee? Oder sah die bei euch vielleicht nicht so aus? Vielleicht habt ihr es ja auf Mac, Steam oder Stadia gespielt. Sah sie da anders aus? Auf jeden Fall, das ist buggy. Ich suche nach Gildenmagistra Valessa und Gildengeneral Quentin. Ah ja, die neugierige Magierin und der ernste Krieger. Sie kamen hier vorbei. Als ich erwähnte, dass abtrünnige Ritter die Gegend gefährlich machen, wollten sie dem nachgehen. Ich habe ihnen erzählt, wo ich die Ritter zuletzt sah, und sie zogen sofort los. Okay, wohin habt ihr sie geschickt? Zu einer Lichtung im Südwesten. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Als ich das letzte Mal Kräuter suchen war, sah ich dort einen Haufen Ritter, die sich versammelt hatten. Sie zwangen mich, mich ganz ohne Kräuter wieder zurückzuziehen. Oh. Ich habe Valessa und Quentin gewarnt, dass es gefährlich sein könnte. Okay. Sind Druiden auf Hochinsel häufig? Oh, man findet Druiden überall im Systren-Archipel. Es sind aber nicht allzu viele auf dem Festland. Vor langer Zeit ließen wir Druiden Tamriel und seine Sorgen hinter uns. Doch hier haben unsere uralten Bräuche überlebt. Und warum haben die Druiden das Festland verlassen? Unsere Vorgänger unter den Bretonen glaubten, die Zivilisation sollte an der Seite der Natur leben, anstatt sie zu zähmen. In den frühen Jahren der Direnni-Hegemonie rangen sie um die Seele von Hochfels. Könnte das vielleicht eine neue Klasse werden? Druiden? Aber Hüter sind ja fast schon Druiden, oder? Könnten Druiden noch kommen? Naja, bei WoW sind Druiden die, die sich in Tiere verwandeln können. In Herr der Ringe sind es Beoringer, die sich in Tiere verwandeln können. Die Hüter sind halt auch so mehr so auf Naturkraft und dann Pets, die die dann haben. Und Heilung. Ja, Hüter sind fast sowas wie Druiden, aber so, ja, warum nicht? Noch eine andere Heilklasse oder so? Wäre doch auch mal was Schickes, oder? Dann sind sie hier rüber. Okay, was ist geschehen? Sie haben verloren. Ins Exil getrieben, suchten die Druiden einen Ort, an dem sie entsprechend ihres Glaubens leben konnten. Ihre Wanderung führte sie auf die Systren. Die Anhänger des Wirt blieben zurück. Sie wandeln auf einem anderen Pfad als die Druiden. Und was genau ist eine Druidin? Wir folgen den alten Wegen. Manche nennen uns Priester von Ifre. Doch das ist nur ein Teil unserer Wahrheit. Wir sind Kinder des Landes, wie die Wirt. Führer und Lehrer für jene, die in Harmonie mit der Natur leben. Die Leute sind nicht dazu bestimmt, sich vor Kronen aus Metall zu verneigen. Seid ihr eine Art Würdin? Nein, mein Freund. Wir kennen die Wirt und respektieren ihren Glauben. Druiden und Würdinnen sind zwei Äste, die aus demselben Baum wachsen. Doch wir sind dazu aufgerufen, in dieser Welt zu sein und nicht dazu, uns aus ihr zurückzuziehen. Manche Zirkel sehen das natürlich anders. Zirkel? Was für Zirkel? Zirkel sind Gemeinschaften gleichgesinnter Druiden. Jeder interpretiert Ifres Willen anders. Doch Druiden desselben Zirkels haben gemeinsame Traditionen und Ziele. Ich gehöre zum Steinlehre-Zirkel. Wir versuchen anderen mit unserem Wirken ein Vorbild zu sein. Okay, gibt es noch andere Zirkel auf dem Systren-Archipel? Wenn man weit genug auf dem Archipel reist, trifft man die Druiden des Ahngezeiten-Zirkels und des Feuersang-Zirkels. Aber der Feuersang verlässt nur selten seine Insel. Und ihr solltet euch vor den Ahngezeiten hüten. Sie mögen keine Leute aus Städten oder vom Festland. Mhm. Und hatten wir jetzt nicht schon was? Die Wirt doch, ne? Oder? Die Wirt sind bretonische Hexen. Nein, nicht ganz. Sie folgen den Lehren und Praktiken, auf die auch die der Druiden zurückgehen. Während wir das Festland verließen, blieben sie zurück, um die Wälder von Hochfels zu schützen. Mhm. Sonst noch Unterschiede? Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.
Der größte, der auch euch auffallen würde, ist der, dass die Wirt ausschließlich weiblich sind, während die Druiden alle Geschlechter in ihren Reihen akzeptieren. Ah. Und im Gegensatz zu den Wirtschwestern bilden wir Zirkel aufgrund gemeinsamer Glaubenssätze. Okay, das habe ich verstanden. Gut, jetzt kennen wir schon mal den Unterschied zu Würden und Druiden und wissen auch schon mal so ein bisschen, was Druiden sind. So, und jetzt gucken wir mal, wo sind die anderen denn hin? Ja. So sieht also eine Druidenbehausung aus. Ich gehe mal raus und wieder rein. Vielleicht ist sie dann nicht mehr buggy. Kann ja sein, dass es sich einfach nochmal aktualisieren muss. Und so dann besser aussieht. Ne, hat sich nichts geändert. Okay, klappt dann wohl wirklich nicht. Ist wirklich noch buggy. Und wir suchen jetzt also die Gildendelegierten. Gehen aber auch nochmal kurz zu dem Weltboss, da gerade die tägliche Quest ist. Mal gucken, ob der jetzt da ist. Sorus sagte eben nämlich, es lagen bei ihm keine Leichen rum. Bei mir lagen jetzt Leichen rum. Kann also sein, dass die Weltbosse jetzt da sind. Und ich habe eine Umfrage für euch erstellt. Und zwar geht es darum, hier auf dem Kanal dürfen wir bald neue Embleme vorne haben. Also alle, die hier Abonnent sind, kriegen ja hier so einen Zaubererhut vor ihrem Namen, je nachdem, wie lange sie dabei sind, andere Farben. Und jetzt haben wir genug Hüte. Jetzt darf ich neue Emotes für 18 Monate, 24 Monate und demnächst für noch mehr Monate hochladen. Was hättet ihr gerne für, nicht Emotes, für Icons vor eurem Namen? Edelsteine? Oder Helme statt Hüte? Oder Zauberstäbe? Was meint ihr, passt gut zu meinem Kanal? Was würdet ihr da gerne sehen? So, und ich würde sagen, der war gerade hier der Boss. Ja, vorher lag dieser Boss ja hier am Eingang, als wir eben hier waren. Und jetzt ist er nicht mehr da. Ja, ich kann jetzt in der Zeit schon mal diese tägliche Aufgabe erledigen. Ich wollte einfach gucken, ob die Bosse jetzt laufen oder nicht. Ne? Und so viele Spieler, wie hier gerade waren, die Bosse sind wieder aktiv. Die funktionieren wieder. Da hattest du gestern bestimmt wirklich Pech mit diesen Weltbossen oder gestern mal die Server überrannt oder die Server haben einen Schluck aufgehabt oder sowas alles. Kann ja sein, dass sie dann halt den Event nicht gestartet haben, aber ich hatte schwer das Gefühl, der war gerade hier, der Boss. Das sieht auch gut aus, ne? Boah, wie krass. Sieht gut aus, aber wenn man nah dran ist, sieht man, da ist ein Totenkopf drin. Faszinierend. Was geht ab? Ne, das ist eine Brust. Irgendwie. Hä? Das ist eine Rüstung mit einem Totenkopf drauf oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Wo sind wir hier? Wie heißt diese Ecke? Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, ob wir hier diese Wicked Toolbar noch ein bisschen höher kriegen. So. Vielleicht sehen wir dann auch, was da steht. Ja, jetzt können wir auch lesen, was da steht. Such nach den Gildenlegenden. Nee, aber hier. Zerstört den Zobelritter. Okay. Was genau da drin ist, sehen wir nicht. Genau, aber die Umfrage, wie gesagt, bedeutet, dass man neue Icons vom Namen kriegt. Und hallo Eiswindchen, schön, dass du da bist. Na, Zauberstäbe, was sonst sagt Eiswindchen, kommt gerade rein und stimmt schon mit ab, sehr schön. Und Sorius sagt, kann sein, alles möglich. Ja, ja, es sind Bugs drin, hast du schon recht. Ne? Also da haben es ja gerade an der Grafik von der Druidin gesehen. Das war schon ein bisschen buggy. Aber die Weltbosse scheinen wieder zu funktionieren. Alexos macht wieder in seiner Gilde neue Notizen. Falls ihr eine Gilde sucht im Spiel, ne? Also ihr könnt ja 5 Gilden haben im Game. Und wir haben noch viele Plätze hier bei uns. Ne? Also hier sind auch ein paar, die immer wieder aktiv werden. Shepard war lange Zeit inaktiv. Den kann ich jetzt mal auf aktiv setzen, dass der wieder da ist. Ne? Also wenn man hier so guckt, ne? Vor einem Tag, zwei Tag, also so 10, 20 Leute loggen hier auch täglich ein. Also oder wöchentlich mindestens. Ne? Aber die restlichen, ja, also da sind bei den 170 auch welche dabei, die sind vor über 100 Monaten das letzte Mal da gewesen. Ne?
Ne? Also, ist klar, wir waren mal eine sehr aktive Gilde, aber irgendwie haben sehr viele mit Elder Scrolls aufgehört, vor allen Dingen damals, als es noch Veteranenränge gab. Miramis ist sehr regelmäßig online. Ne? Miramis guckt nicht mehr viel zu hier auf dem Kanal, aber spielt viel. Ja, also man sieht die viel im Spiel. Falls jemand die vermisst hier von meinen Stammzuschauern, alles gut, Miramis spielt noch ganz locker im Game. Und genau, darum, wenn ihr eine Gilde sucht, könnt ihr damit machen, aber vielleicht hat auch der Alexos immer mal wieder einen Platz frei. Ja, im Moment ist es doch was eng mit den 499. Ja, ich habe 500 darf man haben, soweit ich das weiß. Ja, Alexos ist natürlich immer voll besucht. 77 gerade online. Also da findet er natürlich auch immer wieder Hilfe und vor allen Dingen Porter. Ne? Also je nachdem, wo die gerade sind, kann man immer zum Spieler reisen und hat die Porter sofort aktiv. Braucht man nicht groß zu suchen. Also von daher immer noch die Werbung. Schaut Alexos zu, wenn ihr Elder Scrolls tiefergehende Infos wollt. Bei mir gibt es meistens Storyline. Okay. Wir gehen zu der Gildendelegation. Boss ist gerade, wie gesagt, gelegt worden. Macht keinen Sinn, jetzt hier zu warten. Dauert ja dann doch mal 10 Minütchen, bis die wiederkommen. Hätten wir jetzt die tägliche Quest beinahe abschließen können, wenn wir, ich würde sagen, 30 Sekunden vorher da gewesen wären. Wir haben genau 30 Sekunden verpasst. So viele Sonnenblumen. Oh, wie schön. So, und hier ist jetzt eine Quest. Das ist ein anderes Problem. Die ist relativ weit ab vom Weg, von der Hauptstraße. Und die nehmen wir jetzt mit, weil sonst verpassen wir die. Manche Quests sind halt dann doch gut versteckt. Sowas hier finden wir nicht so einfach mal wieder. Die anderen Quests sind immer an den Wegen. Also wenn man die Wege alle so abreitet, findet man die meisten Quests in so einem Gebiet. Aber halt, dann gibt es immer welche, die dann doch mal fernab liegen. Aber selten, ne? Ist ganz selten. Balkirs Anweisungen, Balkirs Kartenstück. Gut, Balkir, ihr sollt eure Chance bekommen. Sucht für mich in der Umgebung des Herrenhauses der Standhaften nach einem Stück einer Karte. Gehört einem Freund eines Freundes, den man zuletzt in dieser Gegend gesehen hat. Der Ort ist unweit von Gonfalon. Aber wie man hört, sind dort gefährliche Gelichter unterwegs. Gefährliche Gelichter. Gelichter? Was ist das? Unterwegs. Die sich gern bei den Klippen verstecken. Also lasst euch nicht ausrauben. Gesindel oder so, würde ich sagen. Aber Gelichter habe ich noch nie gehört. Also lasst euch nicht ausrauben. Wenn ihr das Stück habt, bringt es zu mir. Ich warte beim Dufort-Anleger. Captain Esmalin. Also Gesindel könnte ich noch sagen, ja, oder zwielichtiges Gesindel oder Gelichter. Ne, Gelichter gibt es nicht. Gibt es das Wort Gelichter? Egal. Wie es aussieht, ist er erwischt worden. Und da haben wir das zerrissene Kartenstück. Und das sollen wir zu einem Kapitän bringen. Aber jetzt erstmal die Gildendelegierten für die Hauptstoryline. Die müssten hier auch irgendwo sein. Ihr dort, ich bräuchte etwas Hilfe. Jawohl, da haben wir Valessa wieder gefunden. Der Wahl seiner Feinde gar nicht vorsichtig genug sein. Ah, mein Freund, wie froh ich bin, euch wiederzusehen. Diese Insel ist weitaus gefährlicher, als ich gedacht hätte. Es geht. Insbesondere nach dem, was gerade geschehen ist. Erzählt mir, was geschehen ist. Gildengeneral Quentin hat mich begleitet, um die Druidin Rüvana aufzusuchen. Als sie uns von den abtrünnigen Rittern in der Gegend erzählte, wollte Quentin dem nachgehen. Es war der Orden der Emporstrebenden. Quentin wurde überwältigt und mich schlug man bewusstlos. Sie nahm Quentin gefangen. Wurde Gildengeneral Quentin verletzt? Ich glaube nicht. Der Orden der Emporstrebenden hat auf jeden Fall versucht, uns lebend gefangen zu nehmen. Das ist der einzige Grund, warum ich eine Gelegenheit hatte, einen Schleierspruch zu wirken und so der Gefangennahme zu entgehen. Seid ihr hierher gekommen, um uns zu finden? Fürstin Arabella schickte mich, um euch zu warnen, dass der Orden der Emporstrebenden es auf die Delegierten der Konferenz abgesehen hat. Und Rüvana hat euch gesagt, wo ihr uns findet. Gut.
Jetzt müssen wir Quentin retten. Ich kenne vielleicht einen Weg, um herauszufinden, wohin der Orden der Emporstrebenden ihn gebracht hat. Doch wir sollten uns erst in Sicherheit bringen. Trefft mich in der Hütte der Druiden Rüvana. Meint ihr, dass der Orden der Emporstrebenden euch hierher gefolgt ist? Nein, wir stießen auf ihn, als er gerade mit einem Angriff auf eine Karawane fertig war. Doch ich gehe davon aus, dass man uns erkannte. Oder beschloss, dass es unsere Stellung rechtfertigte, uns gefangen zu nehmen, anstatt uns umzubringen. Doch ihr seid mit einer Warnung gekommen, oder? Was habt ihr herausgefunden? Der Orden der Emporstrebenden hat den Leuchtturm sabotiert. Wir glauben, dass er auch Fürstin Arabellas Schiffe hat verunglücken lassen. Die Schiffe hat verunglücken lassen? Wie im Reich des Vergessens konnte er so etwas koordinieren? Der Orden der Emporstrebenden weiß offensichtlich von den Plänen für Fürst Bakaros Konferenz. Er ist mit einer ganzen Streitmacht hier und sorgt für mehr Ärger, als wir erwartet hatten. Wisst ihr, warum man euch gefangen nehmen statt töten wollte? Wenn sie uns als Delegierte erkannt haben, gibt es allerlei Möglichkeiten, wie sie damit die Konferenz hätten beeinflussen können. Wenn sie uns nur für reiche Adlige gehalten haben, ging es vielleicht auch um Erpressung. Doch wer kann schon sagen, was diese helmbewehrten Bastarde denken? Wie ist es euch seit unserem letzten Treffen ergangen? Ich bin an Fürstin Arabells Seite geblieben, seitdem wir die Einladungsmedaillons den Delegierten übergeben hatten. Ich hatte gehofft, dabei zu helfen, dass deren Anreise nach Hochinsel reibungslos verläuft. Offenbar kann man dem Orden der Emporstrebenden nicht so leicht aus dem Weg gehen. Was habt ihr und Gildengeneral Odin hier draußen gemacht? Ich kam, um mit Rüvana über Arcana und ähnliche Themen zu sprechen. Stimmt. Und Quentin entschied, sich mitzukommen. Als Rüvana uns von den abtrünnigen Rittern erzählte, fürchtete ich schon, dass es der Orden der Emporstrebenden sein könnte. Quentin wollte dem nachgehen. Es stellte sich heraus, dass ich recht hatte. Yes, okay, dann wollen wir mal gucken, wo denn jetzt Quentin ist. Ne, jetzt wollen wir erstmal zu der Druiden, ne? Oder wie war das? Ja, ihr habt abgestimmt. Ihr seid echt für Zauberstäbe statt für Edelsteine oder Helme. Ja, Zauberstäbe hört sich gut an, oder? Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Manchmal sind es Edelsteine, die bei der Umfrage rauskommen, manchmal sind es Zauberstäbe. Aber ich glaube, das sind schöne Icons für die Abonnentenbelohnung, wenn man schon etwas längere Zeit hier abonniert hat. Von daher, ich glaube, das werde ich mal so langsam nach der nächsten Abstimmung in Auftrag geben. Schöne Zauberstäbe hier. Weil bei 18 Monaten gibt es das nächste Abo-Abzeichen. Wir sehen, das ist ja ein Regenbogen für ein Jahr. So ein Regenbogenhut, so ganz bunt. Und lass mal überlegen. Das war im Mai. Ja, der nächste gibt es ja erst im November dann theoretisch. Da habe ich ja noch 2-3 Monate. Aber trotzdem, ne? Also wir wissen schon, es soll Richtung Zauberstäbe gehen. Hier ist auch noch eine Quest. Die nehmen wir aber erst später an. Die ist nämlich am Weg, ne? Wie gesagt, meistens stehen die am Weg. Was könnte es nur sein? Jetzt bleiben wir erstmal fokussiert bei der Druidin. Ich verstehe, Valessia. Tut, was ihr müsst, um euren Freund zu finden. Die ist noch immer buggy. Selbst wo sie jetzt woanders steht. Ich schulde euch Dank, weil ihr mir zu Hilfe gekommen seid. Offenbar hat Fürstin Arabelle erneut eine gute Wahl getroffen. Nun wollen wir einmal sehen, ob wir Gildengeneral Quentin finden und damit auch die abtrünnigen Ritter, die ihn entführt haben. Wie können die Gildengeneral Quentin aufspüren? Erinnert ihr euch an die Einladungsmedaillons, die ich verzaubert habe? Ja. Jeder Delegierte trägt eines und ich kann meine eigene Magie verfolgen, um Quentin zu finden. Wollen wir einmal sehen. Sie sind nach Nordosten gegangen, auf die andere Seite des Lochs. Ich sehe eine verlassene Kapelle. Krypten. Keine Frage. Quentin ist dort. Wenn alle Delegierten ein Medaillon haben, könnt ihr dann damit die vermissten Schiffe finden? Gleich nachdem uns klar geworden war, dass sich die Schiffe verspäten, bat Fürstin Arabelle mich, es zu versuchen. Ich konnte keine Verbindung zu den Medaillons herstellen. Vielleicht waren sie zu weit entfernt oder eine andere Art von Magie hat sich auf meine Hellsicht ausgewirkt. Doch ich konnte jedenfalls nichts wahrnehmen.
Sollten wir direkt zu den verlassenen Krypten aufbrechen, die ihr gesehen habt? Nein, wir müssen zu Fürstin Arabelle zurückkehren und ihr diese Informationen mitteilen. Danach können wir eine Rettungsaktion für Gildengeneral Quentin in Angriff nehmen. Ich werde euch bei Fürstin Arabelles kleinem Pavillon treffen. Sie nennt ihn ihre Amtsstube im Feld, glaube ich. Ich treffe euch dort. Sehr gut. Dann, ja, können wir los. Viel Glück bei der Suche nach eurem Freund. Ein abtrünniger Ritterorden, der auf der ganzen Insel für Chaos sorgt, ist schon schlimm genug. Doch das klingt übler als gedacht. Ein finsterer Sturm braut sich über Hochinsel zusammen. Ich werde meinen Zirkel warnen und ihn bitten, auf der Hut zu sein. Das ist eine gute Idee. Und damit sind wir am Ende des Streams angekommen. Wir haben noch nicht mal in den fast 3 Stunden jetzt die erste Storyline durch. Ich muss ehrlich sagen, das ist krass, oder? Das ist richtig viel. Hätte ich nicht gedacht, dass die erste Quest so lange dauert. Oh. Da haben wir aber auch ein Buch noch, ne? Ah, das lesen wir noch vor. Leitfaden für Besucher von Ifris Kessel. So. Mal gucken, ob wir den lesen können. Ah, da ist er. Den gucken wir jetzt auch noch schnell, ne? Hier, der Zobelritter. Das ist eine tägliche Quest, die wir haben. Da ist er also kurz hier aufgetaucht. Der Zobelritter ist da, wunderbar. Ups. So, und damit ist der Zobelritter auch nicht mehr da. Und Schoner des Mutes, der Standhaften, der droppt hier. Gewährt 121 Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer und verringert die Kosten eurer Kernfähigkeit um 25%, solange ihr unter dem Auswirkung einer Speise steht. Sehr schön. Jo, damit haben wir auch den ersten Weltboss, Verteidiger von Hochinsel, besiegt den Zobelritter. Da seht ihr das, ist schon erledigt. Und eine Blume der Ritterlichkeit vollführt ritterliche Taten auf ganz Hochinsel. Blume der Ritterlichkeit. Fahrender Ritter. Und wir kriegen einen Ruhmesgeschichtenpatron, den Rajin. Eine andere Ruhmesgeschichte. Dafür müssen wir die ganzen Quests da erledigen. Den Zobelritter erledigen, den emporstrebenden Henker und die emporstrebende Peinigerin. Ja, Quests erledigen und bestimmte Bosse erledigen. Den ersten davon haben wir schon. Sehr schön. Dann haben wir da auch schon mal wieder was geschafft und wollten wir kurz mal durchlesen, was der Besucher von Ifris, ja genau, Kessel. Nur wenige Gebäude außerhalb von Waldenwald sind so ehrfurchtgebietend für die Naturanhänger Tamriels wie Ifris Kessel auf Hochinsel. Dieses Jahrtausende alte Bauwerk könnte man leicht für eine Arena oder für ein Rundtheater halten, aber seine Ursprünge sind deutlich faszinierender. Laut den Druiden des Steinlernzirkels, ja, ist auch sie, Ravella davon, ne, die wir eben getroffen haben, liegt der Kessel am Scheitelpunkt mächtiger Knochenlinien. Kreuzung natürlicher Energien. Druidische Zauber, die in seinen Mauern gewirkt werden, verfügen über merkwürdige Eigenschaften und dort gesprochene Gebete steigern mit mehr Nachdruck empor. Innerhalb des Kreises findet man einen weiteren Kreis, dessen Linien sich in die 4 Himmelsrichtungen, okay, erstrecken. Ja, faszinierend. Soll man weiterlesen, ja, ne? Die Steinlehrdruiden sprechen von mächtigen Ritualen, bei denen, oder? Seid ihr noch da? Ihr seid noch da, ne? Bei denen ihn an mit besonderen ausgerichteten Steinen und Kreisen in die Sterne schauen und so die Zukunft deuten. Eiswindchen, du bist auch spät gekommen. Ne, wir sind nämlich fast fertig. Leider gingen die Einzelheiten dieser Rituale während der jokudanischen Invasion in der ersten Ära 665 verloren. Das Held jedoch möchte gern Okkultisten nicht davon ab, die Mysterien des Kessels zu erkunden.
Im Lauf der Geschichte haben viele versucht, die Macht des Kessels zu nutzen, aber stets erfolglos. Erste Ära 2345 hatte beispielsweise der Versuch eines Nekromanten namens Marend waren katastrophale Folgen. Hab noch zwei andere Streams geschaut. Ja, ne? Man muss immer so zwischendurch gucken, ob man noch irgendwo Twitch-Drops kriegt oder sowas. Das kenne ich. Wahn bestand darauf, dass der Kessel Seelen entzweien könnte. Ein blasphemisches Unterfangen, das viele Nekromanten damals als Zwilling-Animus-Paradoxon bezeichneten. Wahnes Zauber ging nach hinten los und spaltete das steinerne Antlitz des Träumers. Im darauf folgenden Einsturz kam der Magier ums Leben. Diese Tragödie ist ein Quell tiefen Grolls fürs Ifres Anhänger, die nicht auf der Insel leben, aber die Steinlehrdruiden scheren sich offenbar nicht weiter darum. Sie zeigen manchmal auf das zersplitterte Gesicht und da ist ja so ein Gesicht drin, ne? So irgendwie. Und zucken mit den Schultern im festen Vertrauen darauf, dass die zerbrochenen Überreste eine ausreichende Warnung für übermütige Zauberer sind. Heutzutage wird die Stätte nicht nur von Druiden und Magiern besucht. Priester verschiedener Gottheiten glauben, dass der Ort für ihre Religion von Bedeutung ist. Und Pilgerfahrten sind keine Seltenheit. Herumtreiber, die Ausflüge vom Festland machen, fühlen sich ebenso dorthin gezogen. Auch wenn Besucher des Kessels nicht in der Lage sind, hier die uralten Geheimnisse der heiligen Stätte zu kommen, hinter die Geheimnisse zu kommen, kann es doch Spaß machen, sie zu erkunden. Pflichtbewusste Besucher sollten eine kleine Spende an die lokalen Druiden in Erwägung ziehen, die der Unterhalt des Gebäudes sehr kostspielig sein kann. Und benehmt euch bitte innerhalb der Mauern. Es ist streng verboten, Steine mitzunehmen, Gegenstände im Zentrum des Scheitelpunkts zurückzulassen oder die Flora zu stören. So, was für eine Geschichte, einfach nur hier für einen so einen kleinen Weltbossbereich, oder? Ist doch krass, dass sie sich da so Arbeit für machen, ne? Und ist das jetzt der Kopf, der da hinten ist, von diesem Magier, wovon die Rede ist? Auf jeden Fall ist der Weltboss wieder hier. Wir könnten ihn jetzt nochmal legen. Aber, nee, wir sind am Ende vom Stream. Ist auch gar kein anderer Spieler da. Also, ich könnte ihn nicht legen, aber wenn andere Spieler da waren, könnten wir gemeinsam den legen. Der ist nämlich schwer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Wir raiden jetzt noch einen Kanal, damit ihr noch 250 Gary-Punkte bekommen könnt. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Am Wochenende werde ich auf jeden Fall nochmal Elder Scrolls spielen. Und heute Nacht noch, ja, vielleicht sogar in einer Viertelstunde, halben Stunde nochmal Lost Ark. Ein, zwei Stündchen mit meiner Zauberin in Lost Ark weiterspielen. Aber für heute erstmal 3 Stunden Elder Scrolls. Das muss erstmal reichen. Wir haben ein bisschen was kennengelernt und ich freue mich schon auf die nächsten Story-Quests. Und dann machen wir auch ein paar Nebenquests. Die Hauptstory ist jetzt nur heute das Hauptthema gewesen. Danach werden auch mal Nebenquests erledigt. Macht's gut, bis demnächst. Wir raiden noch einen anderen Kanal. Und zwar sind gar nicht so viele. Ist Wuchtdrescher online oder so? Ja, der ist online. Nehmen wir den. Ne? Der spielt ja immer viele Spiele. Der macht keine Story-Sachen. Der spielt ja viel Elder Scrolls, wollte ich sagen. Der macht nicht viele Story-Sachen. Der skippt alles und vielleicht macht er ja tolle Bosse hier auf High Isle. Dann einfach mitkommen, 250 Gary-Punkte bekommen und Spaß haben. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye.